Meine Damen und Herren, willkommen wieder jetzt zurück zu einer neuen Runde der Geisterfinsternis offenbart. Ich weiß nicht, hat man schon letztes Mal durchgespielt? Ich habe gerade keine Ahnung. So, ich habe jetzt über der Story gemacht, wir haben das schon gespielt gehabt, aber letztes Mal leider verkackt gehabt, deswegen... gut, okay. Jetzt wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier schönes für Karten? Also wir haben hier schön... Beta, Magnetkrieger, Dunkler Magier und den Bärfjurm. Okay, magische Formel hört sich echt nett an. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Beta, Magnetkrieger. Und beenden erstmal uns den Zug. Also ich möchte gleich jetzt sagen, ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, was letztes Mal passiert ist. Also ich habe meine Folgen gerade nicht mehr im Kopf und ich nehme gerade wieder mal in langer Vorproduktion auf. Und ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Finale, war es nicht. Oh. Schön, schick. Jetzt können wir uns einen dunklen Magier holen. Och, das gefällt mir doch bis jetzt so schön. Ja, zwei Tribute, die beiden. Also bis jetzt ist es doch relativ einfach. Ich weiß nicht, warum ich letztes Mal verschissen habe. Dann Effekt aktivieren, 700 ATK plus. Dann setzen wir noch diese Karte. Und wir greifen an. Ab in die schöne Runde. Falls im Hintergrund was hört, ja, es ist meine Waschmaschine. 1100 Schaden? Ja, kann man damit leben, glaube ich mal. Hoffe ich mal. Eigentlich schon. Okay, er hat zwei Karten. Ja, komm, wir aktivieren jetzt einfach mal die Karte. Und er wird jetzt einfach mal eine zufällige Karte von der Hand wählen. Und weg ist er. Silberfanghammer. Okay, wir setzen den mal, um die nächste Runde zu opfern für ein... Moment. Und wir greifen jetzt einfach mal an mit dem dunklen Magier. Dunkles Magier, Mädchen. Geil. Ja, wir beschwören sie. Oh, ich habe gerade Angst gehabt, dass ich einen dunklen Magier geopfert hätte. Oh, da hatte ich gerade sowas von Angst. So, bin die Battlephase. Sie greift das Ding. Scheiße. Naja, gut. Machen wir mal so schnell weg. Hätte ich bloß andersherum genommen. Da hätte ich nächste Runde angreifen können. Ja, gut. Oh, Gazelle. Wir beschwören dich mal. Das sind doch eigentlich fast die beiden gleichen, oder? Mal, ich habe nicht gesehen, welche Karte er jetzt gerade umgedeckt hat. Also konnte sich jetzt eine Karte aussuchen und die oben hinlegen. Ich habe aber nicht gesehen, welche es ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich nächste Runde verliere. Oh, warte mal. Können wir nicht mit dem angreifen? 1500. Ah! So, ein knappes Game. Hätte ich fürs anders, das hätte gut Schaden gemacht. Aber theoretisch bin jetzt... Er würde eine Karte hinlegen, das ist sicher, aber er würde eigentlich nächste Runde schon wieder verloren haben. Und da frage ich mich gerade, warum ich letztes Mal so lange dran saß. Aber okay. Jetzt kriegt doch noch die Karte zurück. Nein, nein, nein. Angst? Okay, wir werden jetzt einfach mal in die fucking Battle-Phase gehen. Werden ihn mit dem schwarzen Magier das hier angreifen. Werden mit der Gazelle den hier angreifen. Wir werden einfach hiermit... Ach, da kriegt immer nur Schaden, die Karte bleibt aber... Aha... Und da kommt das Schicksal. Aber kein Problem. Kein Problem. Er hat uns einen dunklen Magier. Ja, komm. Alter, nee, bloß nicht. Also wenn wir jetzt angegriffen werden... Nee. Also der Schaden, der wäre sehr, sehr fatal. Kriege ich meine Karte nicht wieder? Ich habe irgendwie ein ganz großes Problem gerade. Okay, ich werde jetzt mal was riskieren. Ach. Du Scheibenkleister. Scheiße. Ey, ich war so sicher. Also solange die Karte hier da liegt, wird er nicht gewinnen. Ist die Sache. Kriege ich meinen dunklen Magier nicht mehr wieder? In dem Sinne müsste ich meinen dunklen Magier zerstören, damit seine Karte zerstört. Mir bleibt nichts anderes offen. Mir bleibt nichts anderes übrig. So. Fuck. Jetzt habe ich das dunkle Magier mit. Oh, fucking holy shit.
Das bringt mir aber überhaupt nichts. So, ich würde 300 Grad nur dazu bekommen. Das bringt mir überhaupt nichts. So, und wir bräuchten, insgesamt brauchen wir 1200 Punkte plus. Ich bräuchte eine Karte, die alle Karten vernichtet. Was ist denn das hier? Ich werde es bereuen. Ich werde es sowas von bereuen. Jeder drei Karten neu ziehen. Gedankenkontrolle! Unterweltlauf ins Spielfeld. Fuck. Also wäre eine da. Ich könnte aber die Karte nehmen. Wie lange zählten die noch? Das ist die zweite. Also nächste Runde wird es zerstört. Wir aktivieren den Effekt von Seelentauscher. Aber damit wird doch seine Karte zerstört. Fällt mir gerade so ein. Das ist ja bloß für eine Runde. Dann beschwöre ich hier. Ja, damit habe ich eigentlich schon so gut automatisch verloren. Also da brauche ich eigentlich überhaupt nicht mehr machen. Gerade aktivieren. Flip-Beschwörung bringt mir eigentlich überhaupt nichts. Scheiße, ich habe verloren. So, und was haben wir aus der letzten Runde gelernt? Niemals sicher sein. Auch wenn diese Karte bisher gar nicht mal so schlecht ist. Also das Deck hier. So, ich kann dann Monster kontrollieren. Sehr gut. Eigentlich bisher ganz gut, die Runde. 1300, meins hat 1600, Pech. Solange er Finale nicht hinlegt, ist eigentlich alles in Ordnung. So, wir setzen diese Karte. 1700, 1300. Ja, ich werde es bereuen. Ich wollte eigentlich angreifen. Naja, gut. Nein! So, jetzt wollen wir mal angreifen. Ich hoffe mal, ich mache jetzt hier keinen zu großen Fuck. Darf er sich mir wieder eine Karte aussuchen oder angucken, so. Und jetzt werden wir direkt angreifen noch. Ich müsste jetzt 6000 Schaden in einer Runde machen. Okay, wir aktivieren magische Formel. Stärken unserem Mädchen hier. Aktivieren noch den Effekt hier. Holen uns hier die stärkste in Angriffsposition. Wir aktivieren den Effekt von Kartenzerstörung. Wir können drei weitere Karten ziehen. Komm. Eine aus der Hand legen. Natürlich hier, die hier. Und die hier. Dann beschwören wir Gazelle. Greifen ihn mit seinem eigenen Monster an. Alter, ist das ein Kampf gewesen. Jetzt greifen wir ihn direkt an. Und das müsste reichen, das müsste komplett reichen. 1500 nochmal drauf, sind wir bei 3000, das reicht. Alter, what the fuck, what the hell. Alter. Bakuya, alles in Ordnung. Hey, wo bin ich? Bist du jetzt mit deinen Freunden, Bakuya? Ich bin froh, Bakura ist in Ordnung. Der Millenniumsring ist wie mein Puzzle. Es hält einen antiken Geist, der jemanden anderen braucht, um zu existieren. Und wenn der Geist vom Ring böse ist und Bakura gegen seinen Willen steuert, so scheint es braucht dennoch Bakura, um zu überleben. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Bakura und mir. Was ist das? Der Geist in meinem Gegenstand ist mein Freund. Und du und ich sind für uns da, um uns gegenseitig zu unterstützen. Egal, was in unserem Weg kommt. Du warst da, um mir zu helfen, als mein Großvater in Schwierigkeiten war. Und jetzt bist du hier, um mir zu helfen, die Welt vom Bösen zu retten. Ich versprach, dass wir zusammen das Geheimnis der Vergangenheit herausfinden. Und wie du deine verborgenen Kräfte entsperrst, bevor Mike sie nehmen kann. Weil du dein Schicksal ist auch meins. Und wir werden gewinnen. Das war ein hartes Duell, aber dank unserer Teamarbeit und das Herz der Karten waren wir erfolgreich.
Jetzt gehen wir auf die zweite Runde zu und wir werden uns den ganzen Weg schaffen. Leider habe ich wieder was übersprungen, aber Leute, neues Deck, Yami Bakul, endgültiges Schicksal. Oh, Kartenpreis, Schicksalstafel. Alter, ist das nice. Ist das ziemlich, ziemlich nice. Nächstes Mal kommt das Erwachen des Bösen. Danach kommt hier nochmal was. Hier. Oh, nicht mal viel. 1, 2, 3, 4, 5 Runden. Danach sind wir schon mit der ersten Staffel von Yu-Gi-Oh! Durch. Danach können wir noch die ganzen Rückrunden machen, die eben noch da sind. Freue ich mich. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euch mal, was ihr wollt. Lasst ein Abo da. Ciao, ciao.